Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Mein Name ist Taladir. So, ein kurzes Ding vorneweg. Dieser Guide und sämtliche anderen Guides auf meinem Kanal richten sich ausschließlich an Anfänger und Leute, die noch nicht so sehr bewandert sind mit Warframe. Dementsprechend, brauchen Leute, die mehrere hundert oder mehrere tausend Stunden in dem Spiel verbracht haben, ihr braucht euch nicht Zeit dafür nehmen, einen Kommentar zu schreiben, wie kacke diese Guides sind und dass sie euch nichts bringen, denn ihr seid nicht angesprochen. So, dann haben wir das jetzt aus dem Weg gebracht und dann geht es jetzt los, denn der Excalibur ist schon richtig am Rumzappeln. Wir haben da unten an der Hüfte, kriegen wir die irgendwie ins Bild, also ein bisschen. Dort ist sie, die Lex Prime, und dann schauen wir mal, wie sie aussieht. Boop. Upgrade. So, das ist meine Skillung für die Lex Prime. Wie ihr seht, zwei Former habe ich drin. Ich habe einen Hornet Strike drin. Dann habe ich einen Barrel Diffusion drin und ein Lethal Torrent. Sowie ein Bore und No Return, dass ich halt den Puncture-Schaden, auf den die Waffe nun mal ausgelegt ist und dadurch richtig schön daraus skaliert, halt übelst hoch ist, denn 1706 ist schon nicht ohne. Dann haben wir drin Pistolen, Pestilenz und Jolt. Ich glaube, das heißt Ruck, das Ding auf Deutsch. Damit wir auf 913,9 Corrosive Damage kommen und 80,3% Statuschance. Und zudem habe ich noch ein Pistol Gambit drin auf Stufe 6, um halt ein bisschen die Crit Chance zu erhöhen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, sind wir damit durch und dann sehen wir uns gleich im Gameplay wieder. Und da sind wir auch im Gameplay. So, Excalibur ist bereit. Wir haben die Lex Prime schon in der Hand. Oben schwebt der Carrier. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Hello. Sneaky, sneaky. Wir müssen nice sein. So. Bam, 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 bam. So. Ruhe. diese Waffe ist so übertrieben stark. Es ist wirklich ganz, 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 ganz grauenhaft, was diese Waffe für einen Schaden macht. Bang, 12.000er Crit. Erstmal Schädel weggerotzt. Ja, zudem hat sie auch einen übertrieben guten Sound. Wie ihr hört. Also das Ding ist wirklich ganz, ganz fies. Nachladezeit ist auch recht schnell. Genauigkeit ist meiner Meinung nach auch vollkommen akzeptabel. Also nichts, was man jetzt irgendwie groß bemeckern müsste, denn ich finde, bei der Lex gibt es, also bei der Lex Prime gibt es eigentlich nichts zu bemeckern. Oder zu bemängeln. Und da geht die Granate hoch. Ich habe es gerade noch mitbekommen. So. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr mächtige Waffe. Kann man theoretisch schon in der Kategorie von dem von der Vacor Merlock einreihen. Klar ist sie jetzt nicht so stark wie die Vacor Merlock. Das überhaupt nicht. Aber die ist schon nicht ohne diese Waffe. So, dann hüpfen wir da mal rüber, weil da ist ein Laser. Puh. Ja, als Space Ninja muss man wissen, wo der Laser ist. So. Und selbst die Tanten auch ganz einfach weggeromst. So, dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir hier so ein Target finden. Upp, wo ist er? So, da. Bons. Machen wir hier kurz. Räumen wir hier mal schnell auf. Ja. Und weggesaugt. So schwer ist die Lex Prime auch, glaube ich, gar nicht zu bekommen. Also wenn ich das mal überlege, ich glaube, in der Zeit, wo ich wirklich aktiv das Ding gefarmt habe, habe ich, glaube ich, in der Woche 3 oder so zusammenbekommen.
Also es geht schon alles. Es ist gar nicht so abwegig, dass man die recht schnell zusammenbekommt. Und wenn ihr halt keinen Bock habt, die zu farmen, dann könnt ihr die auch wirklich super billig kaufen im Handelschat. Also da, keine Ahnung, geht das Ding halt für 30 Platin in etwa weg. Und 30 Platin für so eine starke Waffe. Wenn ihr jetzt noch nicht an die Vacom Merlock oder generell an irgendwelche Syndikatswaffen rankommt, dann ist das alles vollkommen gerechtfertigt. Okay, da kommen wir nicht hoch. Blöde Glaive Prime. Na gut, ja, das ist wie gesagt meine Moddung und mein Gameplay zum Thema Lex Prime. Wenn ihr eine andere Moddung habt, die Anfängern helfen könnte, dann könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Lasst uns darüber ein bisschen schwadronieren und philosophieren. Und dementsprechend wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Abend, selbstverständlich. Alles Gute, und warum wünsche ich euch nur einen wunderschönen Abend? Auch einen wunderschönen Tag natürlich. Ja, mein Name ist Taladir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.